wie gesagt, Zwiebelschneiden ist voll mein Ding. Oh, ich liebe das. Und mit diesem wunderschönen Bild von der Mutter von Rotpilz heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade eben auf Twitter gefragt, oh, jetzt meine Haare, Leute, das geht ja aber gar nicht. Ich habe eben auf Twitter gefragt, wenn ich jetzt koche, ob ich das Ganze vloggen soll. Und die Resonanz war relativ eindeutig. Viele haben gesagt, fick dich, du kannst nicht kochen. Da dachte ich mir, dann beweise ich euch halt das Gegenteil. Und ja, jetzt gibt es einfach was Snackeres zu essen mit dabei. Oder vielmehr mit Esser, der gerade auch am Essen ist, der liebe Paluden. Freunde, ich würde mich jetzt einfach mal in die Küche mit euch begeben und das Ganze so versuchen, relativ realistisch darzumachen. Und zwar gibt es heute Kinderschokolade, Pringles und Jum. Nein, natürlich nicht, Alter. Wäre richtig ekelhaft. Ich habe hier schon alles so ein bisschen aufgebaut, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und zwar gibt es heute ein bisschen Thunsteak, natürlich nur das Gute, ne? Natürlich ohne Gentechnik, blipapup. Muss man immer darauf achten, finde ich, ist ganz wichtig. Leider hat mich das Geosteak nicht mehr, deshalb gibt es heute das. Dazu ein bisschen Brokkoli, Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speckwürfel, die ich irgendwie vergessen habe. Ich koche eigentlich relativ gerne, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt immer nur das Abwaschen und das Kochen kostet halt relativ viel Zeit. Aber so an sich finde ich so selber kochen eigentlich ist eine ganz feine Sache. Und ist auch einfach irgendwie, finde ich persönlich, leckerer, als wenn man sich immer was bestellt. Oder wenn man es halt so macht, wie der liebe Paluten, der immer gerne so einen... Ich präsentiere ein solches leckeres Fertiggericht ist. Aber das mache ich zwischendurch auch mal, wenn es dann passt. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, muss aber nicht jeden Tag sein. Deshalb gibt heute mal was Frisches zu essen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier kurz einen Cut und sehen es euch gleich einfach, wenn ich die Kartoffeln geschnitten habe und das Ganze schon am Brutzeln ist. Bis gleich. Treat me like an ascot, coming for your neck. Yeah, I'm coming for respect. I ain't fucking with your crew. You got jokers like a deck. What the fuck do you expect? For me to just resign while you decline, going circles like a rewind. I sat back, motherfucker, call that recline. Paid the cost to be the boss. No such thing as free time. Yeah, if you think I take a seat, but instead I'll make a beat. That's the way I'm making heat. And I hit the ground running. You would probably break your feet. And I'm coming for the fame, motherfucker. Watch me ski. And I'm. Ein Künstler macht Freiraum beim Kochen. Ich bin einfach hier. Bist du kein Künstler? Ich bin Künstler. Natürlich. Es ist Kunst. Und wenn ihr euch gerade so denkt, so hey, die Hälfte der Kartoffeln wird ja schon mit der Schale abgeschnitten. Das ist richtig. Und so sehen unsauber geschälte Kartoffeln aus. Ihr seht, ich habe da teilweise Stücke dran gelassen. Hat aber folgenden Hintergrund. Viele wissen das vielleicht gar nicht, weil unter der Schale steckt der Geschmack. Und ich dachte mir, wenn ich teilweise Stücke davon dann einfach, dann ist das vielleicht leckerer. Ich mache jetzt eine Brokkoli, meine Freunde. Denn Brokkoli ist meiner Meinung nach das geilste Gemüse der Welt. Das ist irgendwie innerhalb von 20 Sekunden fertig. Super schnell und einfach zubereitet, aber einfach extrem lecker. Und ja, ich werde jetzt einfach mal wieder zwischendurch ein bisschen filmen, ein bisschen was mitnehmen. Ne? Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier endet in diesem Vlog. Guck mal, die kleine Brokkoli, der kann. Guck mal. Oh, damn, it's MC Brokkoli. Oop. It's MC Brokkoli. Oh nee. Ich werde jetzt einfach im Beisein eurer Zwiebel schneiden. Und Zwiebel schneiden ist so ein Ding, was ich überhaupt nicht kann, weil ich mir entweder einen Finger schneide, also entweder passiert das, oder ich fange tatsächlich kläglich an zu heulen, was relativ wahrscheinlich ist. Oh nee. Oh nein, Zwiebel schneiden. Oh. Es ist nur das eine Auge. Es ist bis jetzt nur das eine Auge. Ich halte das jetzt durch. Boah, fickt euch. Ohne Spaß. Zwiebeln sind mit Abstand das geilste Lebensmittel, aber auch mit Abstand das tödlichste Lebensmittel. Oh, scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, heulen wir mal zusammen eine Runde rum. Ist auch stark. Den Zwiebelkern sortiere ich immer aus, also dieses Grün in der Mitte, weil das einfach nicht schmeckt. Oh, jetzt kommen die Kartoffeln schon über, Leute. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir den Deckel daneben legen und jetzt nicht schlapp machen. Weiter schneiden, weiter schneiden, weiter schneiden. Oh Leute, Zwiebel schneiden ist das Traurigste und ganz. Oh, ich kann nicht mehr, das brennt vor den Augen. Der dreckige Hurensohn! Wie gesagt, Zwiebel schneiden ist voll mein Ding. Oh, ich liebe das. Naja, okay.
Hauptsache die Kamera hält drauf, ist klar. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt hier ganz kurz einen Cut. Ich muss mir kurz die Augen auswaschen, weil ich sehe gar nichts mehr. Das tut einfach nur weh. Bis gleich. Tschüss. Du schon, Freunde, das Wetter für den Broccoli ist auch schon am Kochen wie. Und ich habe jetzt endlich nach meiner zweistündigen Heulattacke die Schwieben geschnitten. Der Broccoli ist sauber und... was geht? Guck mal, sieht das nicht lecker aus. Was machst du genau? Ich mache das Barbecue-Marinaden-Fleisch mit Bratkartoffeln und Brokkoli. Ja, schon. Ah, Leute, was geht? Time ist jetzt kurz wieder runter, ich habe mir gerade schon tausendmal die Finger verbrannt. Aber jetzt kommt der Brokkoli rein. Da kommt noch ein Deckel drauf. Von wegen Energiestoll. Da ist ja der Fettdrucker getropft, der. So, jetzt können wir das Fleisch schon reinpacken. Die Kartoffeln sind auf todesheiß. Ich habe mir schon 10.000 Mal die Finger verbrannt. Ihr glaubt gar nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, alles gleichzeitig fertig zu bekommen. Aber jetzt mal richtig. Oh, lecker schmecker. Yum, yum, yum. Voll geil. Das Fleisch in die Pfanne gehauen. Ist das was? Das will ich ja nicht wissen. Ich war ja auch Koch. Ich habe eine Kochausbildung gemacht. Doch, habe ich wirklich. Doch, habe ich wirklich mal angefangen. Echt? Ja. Aber nie fertig gemacht. Nee, abgebrochen. Ja, schmeck mal. Schmeck mal. Ja? Also ich denke mal, wenn ich jetzt nicht komplett verkacke, könntest du da wirklich schmecken. So, Freunde. Hier brutzelt noch weiter. Das eine Stück Fleisch ist erstmal in den Kühlschrank gewandert. Leute, schaut euch das an. Ey, was denn? Digga. Wie das ist wirklich ein Traum. Wie im Restaurant, oder? Na okay, beim Restaurant wäre es hier nicht so schwarz, aber... Hör jetzt auf, mit der Pfanne hier, was... Alter, tu mir leid. Ich glaube, unsere Pfanne ist dies eines wirklich nicht. Das stimmt wirklich, also... Ja, Freunde, das ist quasi das Gericht. Es gibt lecker Barbecue-Hähnchen mit Barbecue-Soße dazu, Brokkoli und Bratkartoffeln. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall ganz gut schmecken. Ich werde jetzt nicht mehr filmen, wie ich esse, weil beim Essen möchte ich eigentlich gestört werden. Ich wünsche auf jeden Fall E-Mails einen guten Appetit. Ne? Mach's dir gut. Und Freunde, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, ey Revi, wenn ich nächstes Mal kaufe, mach das nochmal. Lasst einen Daumen hoch da. Schaut auf jeden Fall. Und das wäre mir echt wichtig, weil dann kriege ich immer Essen, weil ich koche sonst nicht. Schaut auf jeden Fall beim lieben Tuttle und beim lieben Balloon vorbei. Beide in der Videobeschreibung. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Tschüss.